Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchline Waddle, Care of the Privats War Rising Gods. Wir sind immer noch in Tanaris, im Disteltal. Hier haben wir schon rumgeklöppelt. Die Mobs spawnen hier, wie es aussieht, unterschiedlich. Da hinten ist er wieder da. Der war jetzt die ganze Zeit nicht da. Den sehen wir jetzt zum ersten Mal. Da hinten ist wieder ein dunkler Respawn. Einer mit mehreren starken Pigmenten. Jawohl! Nein, politisch korrekt werde ich mich sicherlich nicht ausdrücken. Das muss nicht sein. Heißt nicht, dass ich das nicht will, aber... Naja, gut, ja. Das ist, ich finde es in bestimmten Punkten einfach nur übertrieben. Aber das ist... Meine Sache, das musst du nicht genauso sehen, kannst du auch anders sehen. Das ist jetzt auch nicht politisch motiviert von der einen oder von der anderen Seite. Nee, nee, das ist einfach nur, gibt so bestimmte Sachen, die ich einfach sinnlos empfinde. Und damit ist die Sache dann eigentlich auch schon zumindest für mich geklärt. Kann man machen, muss man nicht. Ich mache es nicht. Genau. Sagt, es ist geklärt und labert weiter. Ne? Ja, ist schon wieder... Bomben einfangen. Herz der Wildnis behalten wir. Das nicht. Diesel-Tausammler hatten wir schon. Von dir brauchen wir nur noch den einen. Hier runter. Jawohl. Das ist auch Quest-Item. Jawohl. Machen wir mal wieder zu. Genau. Und dann mal den nächsten. Schön, dass sie sich wenigstens ein bisschen abwechseln. Hier ist es geblieben. Mist. Ach, habe ich schon wieder die 5 gedrückt statt der 4. Mann! Sauerei. So. Noch ein Herz der Wildnis. Mit dem Juve hätte ich es hier gebraucht. Oh, hier sind sie mal beide da. Jawohl, dann war hier vorher jemand. Questen. Aber, das ist kein Bruder-Schwester-Spawn. Das ist... Ihr habt zwei verschiedene. Ihr müsst doch nicht kuscheln. Bekommt das Wort Baumkuschler wieder ganz andere Bedeutung. Ja, wenn die Bäume selber kuscheln. Lalalalalala. Wups. Hier nixe. Jawohl, wir haben Klick heute. Und damit durften wir hier alle haben und brauchen jetzt noch die Escort-Quest. Mach mal Manareik ein. Yippie, juhu. Und dann gehen wir auf die Suche nach der Schildkröte. Und hoffen, dass das hier im Inventar einen Platz reicht. Genau, schick ausgewichen. Naja, hier unten haben wir jetzt auch noch zwei frei. Schön, schön, schön. Und? Tuga? Da steht's rum. Und da siehst du, mit Quest oben drüber belästigt die auch keiner. Er hat einfach eine eingenommen und ist weitergeritten. Nähern, jawohl. A nehmen. Und... Wir reiten jetzt auch weiter, aber wir nehmen sie mit. Das ist was ganz anderes. Wenn wir es schaffen, werden wir da oben auch gleich mal die Quest mit abgeben. Ja, da müssen wir uns Kopf machen. Wie komme ich denn da durch? Kommt das hin? Von der Richtung kommt es hin? Ganz durchschlängeln werden wir uns hier nicht können. Und das sieht gut aus. Wenn du ausweichst. Kann ich so ausweichen? Aber so werden wir schon mal ein oder zwei hier mitnehmen müssen. Hui, und hier siehst du wieder Gazredien. Wieso laufen wir nach rechts? Nach Osten? Achso, hier, weil ich immer wieder ausweiche. Jawohl. Noch ein. Ich habe Durst. Ja, du, mach mal gleich. Wir sind jetzt gerade mal am Reiten und...
Wenn es langsamer wird, siehst du, wird es angegriffen. Ich hab hier irgendwo auch Wasser einstecken. Warte, hier so. Ne, machen wir lieber nicht. So, genau. Das haben wir. Komm. Muss ich jetzt warten, bis er despawnt? Dann fressen auf. Los. Los. Mach kaputt. Ich suche mir gleich einen neuen zum Kämpfen. Ich bleib da jetzt nicht hier 3 Minuten stehen, bis der weg ist. Aber vielleicht haben wir Glück. Warte mal, können wir gleich mal umswitchen. Dass die schneller despawnen. Muss ich mir jetzt eine Kampfspur legen? Ist nicht dein Ernst. Togger, komm. Mist. Da hat der andere da unten wahrscheinlich keinen Bock mehr. Dem zu folgen. Yep, yep, yep. Hab ich Fisch? Hab ich einstecken? Muschelette Magnifique, reicht das, um dich zu ködern? Ja, du hattest Durst, ne? Müssen wir noch sehr weit gehen? Ja, es wäre schön, wenn wir überhaupt gehen würden. Komm. Da hinten ist weg, jawohl. Kennt ihr schon den vom Ogre-Goblin? Oh ne, bitte nicht. Echt jetzt? Muss ich jetzt Slash Nein machen? Bitte, bitte, bitte nicht. Boah, das wird eine Escort. Ah, jetzt, ja. Das ist wirklich so, dass der Mob despawnen muss. Wir geben die Quest nicht ab. Wir versuchen, ohne Pull irgendwie hier durchzukommen. Buh. Das macht es natürlich gleich mal ein bisschen anspruchsvoller. Normalerweise schleiche ich mich hier durch die Piraten durch. Oder klatsche mich durch die Piraten durch. Komm, du Tuga. Das werden wir wohl hier nicht machen. Ja, wir haben insgesamt noch mal ja Zeit, aber ich kann ja auch Quantensprünge einbauen. Aber das macht mir doch dann keinen Spaß, weißt du? Wenn ich ja eine halbe Stunde bis vorbrauche. Torta muss ich Sorgen machen. Ja, die hat einen Einkaufen geschickt und der ist nicht wiedergekommen, ne? Komm. Jo. Hier pass mal durch. Da auch. Hier sind wir direkt beim Questabgeber. Nee. Vergiss es. Yep. Nö, jetzt läuft er zurück. Menu! Ich will nicht kämpfen. Da lang. Ja. Da lang. Kommst du? Ja. Ruckel mal nicht so, du. Ich krieg Panik. Was ist Panik, ne? Müssen wir nur Quantensprünge einbauen von 5 Minuten jedes Mal. Komm her jetzt. Jawohl. Was liegt an? Geizridien geben wir ab. Nehmen den Stab mit 2G55. Der runde Stein holt den runden Stein aus Morvonitensucherwerkstatt in Ratchet. Jawohl. In die Richtung müssen wir sowieso. Also nicht Ratchet, sondern. Naja, doch über Ratchet nach Beutebucht. Ich wünschte, ihr könntet mich einfach hochheben und drauf. Das wünsche ich auch. Dann müsste man nicht kämpfen. Auch wenn du sehr, sehr schwer aussiehst. Das wäre einfacher, glaube ich. Für uns beide. So, hier drüben sind die Banditen. Und auf der anderen Seite hier sind die Hyänen. Basilisken. Skorpide. Beiden Seiten nicht angenehm. Hm. Ja, da hat es wohl ja, nicht nur die Schildi zermatscht, da hat es wohl einen ganzen anderen Typen noch zermatscht. Da stark auch noch ein Schwert. Steckt natürlich im Sand. Na klar. Dort fällt auch ja nicht um. Nee, nee, das ist festgetretener Sand. Genau. Sind wir endlich da? Papa Schlumpf?
Nein! Ist es noch weit? Ja, dauert nicht mehr lange. Wir haben es erfolgreich umlaufen. Hier ist zum Glück nicht mehr viel los. Ich hoffe mal nicht, dass man hier irgendwie aus dem Gebiet raus kann. Das wäre schlecht. Eieieiei. Ja, wir haben 21 Quests. Alter. Ich muss irgendwie Quests machen. Was ist? Wir müssen ins Hinterland vorziehen. Wir können nicht gleich in eine sengende Schlucht wechseln. Im Hinterland haben wir so viele Quests. Ich hoffe mal, dass wir dann in einer sengenden Schlucht weitermachen können. Aber bis jetzt macht das so keinen Sinn. Nur 4 Quests frei. Ein paar gehen wir hier noch ab, ist richtig, aber das lohnt sich so nicht. 20, 268. Silber, jawohl. Das nehmen wir. Dankeschön, dankeschön. 17.000 EP. Haben wir schon wieder Event oder was? Weil es warm ist? Ich will doch gar nicht leveln. Könnte ich ja aufstellen, ne? Gibt es ja den Befehl. Event on off. Ja. Was müssen wir jetzt? Da siehst du endlich mal die Toro-Jumse, genau. Was ich dir mal zeigen wollte. Da können wir uns das hier auch noch mit angucken. Das hatte ich auch mal gesagt. Hm. Ah ja, da ist es. Mittendrin. Ich wollte gerade sagen, das haben sie da rausgeklaut. Nee, nee, ist auch da. Bricket fein. Und da ist eins. Hier oben ist irgendwo noch eins. Und genau, hier zwei Mephril, falls du mal suchen tust. Und da ist noch ein Thorium dahinter, genau. Hier oben, oder? Auch noch? Hm. Ah, da hinten saß jetzt gerade, da ist eins, genau. Jep, jep, jep. Warte mal, bevor wir abgeben, sollten wir erstmal erkunden. Und zwar ZF. Wir reiten einfach weiter. Denn wenn ich hier einmal wegfliege, war es das. Oh, dürfen wir gar nicht. Ich sehe gerade hier auch noch gesammelte Kreischergeister. Die müssen wir erstmal in fairer Last noch machen. Sind wir hier ja noch gar nicht fertig. Und hier vorne haben wir auch noch die anderen Quests für einen Krater. Boah. Für einen Unguru-Krater. Wie weit sind wir denn überhaupt mit den Quests, wa? Klassik. Östliche Königreiche fehlen uns noch 150. Kalimdorf fehlen uns noch knapp 200. Haben wir noch was zu tun? Werden wir im Klassikbereich nicht ganz schaffen. ÖPA ja. Das östliche Königreiche. Kalimdor nicht. Kalimdor werden wir erst später schaffen. Man soll T0,5 Questreihe höchstwahrscheinlich machen. Jawohl! Zulfarak entdeckt. Erforscht die Tanaris-Wüste. Hammer, Dede, au. Schön, schön, schön. Und jetzt geben wir. Geben wir in Gottgezahn ab. Oh, wildes Herz. Erhöht jeglichen von euch verursachten Schaden um 10%. Zudem verfolgt ihr, wenn euer Tier unter dem Einfluss von Zorn steht. Ebenfalls Wut verursacht 10 sogar. 50% verringerte Mana-Kosten. Das muss dann auch mit hier unten rein. Schick, schick. Wir wollten noch, genau, hier unten rein. So, bei dir können wir abgeben, jawohl. Ich darf von außen rein. Hm, können wir mal testen, hier geht's so hoch. Ablängerung. Abkürzen klappt doch mal nicht. Sag ich doch. Doch. Yippie. Vorbei gespannt. So. 10.000. Hm. Yep.
Dann holen wir uns mal das wilde Herz. Und? Begebt euch noch Gott getan. Bleibt gut drauf. Machen wir auch. P. Haben wir gar nicht gelernt. Ist das Ding passiv? N. Wildes Herz. Oh ja. Da gucken wir mal hier. Ist es nicht... Das muss doch irgendwo drin stehen. Hä? Jo. Ist es hier drin? Nö. Naja, suchen wir beim nächsten Mal. Ich habe jetzt keinen Bock. Wir geben jetzt hier ab. Boah, willst du wissen, was ich brauche? Achso, hier wegen der Quest. Ja, hast du recht. Bringt den Bericht nach Gatgezahn zum leitenden Feldmesser. Jo, jo, jo. Bist du das? Redet mit mir. Nein, du wolltest dies Detail. Genau. Das machen wir später. Das ist Zulfarak. Das ist Krater. Das ist Dschungelei, ne? Vom Krater. Jawohl. Das brauchen wir auch nicht. Ach, hier oben soll man es wieder abgeben. Jawohl, mach mal. Zeit ist Geld. Ja, meine Zeit ist mein Geld. Ja, mach mal. Nach Donnersus. Ich bin gut drauf. Manchmal. Oh mein Ey. Hier noch irgendwas? Jawohl, gleich. Ja, ja, du freust ja schon, ne? Reibst dir schon die schmierigen Pfoten. So, das alles erstmal verkaufen. Da habe ich gerade Fleisch gesehen. Kommt bald wieder. Wir bauen hier mal fix. Genau. Und dann wird das mal schnell verkocht. Die habe ich auch noch nicht rausgeschmissen, die Busartflüge. Oh Mann, jawohl, 272 Kochkunst. Wenn das hier nicht skillt, ist es auch nicht mehr schlimm. Wir werden sowieso weiter angeln und Barsch, Kalmar, Muschelette werden wir noch weiter bauen. Da kriegen wir schon noch einiges. Bärenburger-Bärenkebab ist schwierig zu bauen. Lachshummer, ja, das ist dann viel einfacher. Wüstenknödel aus Silitus kommen auch noch hin. Step by step, Stück für Stück. So, da mal Dede. Wieder zwei Stacks frei. Der durstige Goblin, Bitchen, Dankeschön. Oh, 10.500. Dass ihr in Gatzgezahn mit Sprinke sprecht. Ja, müssen wir. Ach, das ist doch dein... Jawohl, die nächste Hinterland-Quest. Ich hau mir in Schlamm, ey. Ja, komm bald wieder. Ich fange ja gleich an zu singen. Bitteschön, sprecht in Gatgezahn möchte... Ich springe. Dass ihr einen violetten Dragan sucht und ihr bringt. Hinterland! Seid vorsichtig da draußen! Ja, ja, ist ja gut. Hier oben Hinterland, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, die so angezeigt werden. Ja. Aber aufräumen muss ich auch noch irgendwie, irgendwann. Mache ich dann. Klingt gut, weil sie es reimt. Auch wenn es gar nicht so gemeint war. Und wir müssen weitermachen mit den Kreischergeistern, aber so wie ich sehe, ja, sind wir schon wieder durch eine Runde durch. Ach, Mann, dann gehen wir mal wieder hier davor, vors Gasthaus, das sieht immer noch mit am schicksten aus hier. Huch.
Wir machen dann in Feralas weiter. Ne, machen wir lieber so rum. Und holen uns hier die Kreischergeister und dann gehen wir hier wieder ab und dann gucken wir mal weiter. Arbeiten uns mal Stück für Stück durch. Mit dem Kreis in Brachland. Mit hier drüben im Schlingendorntal abgeben. Step by Step, genau. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchstein, Waddle, K auf dem Privatserver Rising Gold. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.